They ask me how bad, how I get like this. I swear that I create, now I'm relevant. I'm moving state to state for the hell of it. Psst, es sind gerade zwei Mails rausgegangen mit Antrag auf einen Vortrag. Ich bin schon ultra excited, was da zurückkommt. Sei gespannt. And I just found my pace getting hella fit. Used to throw me curveballs in the hallway. Now I go yard, fuck what y'all say. And bitch, I go hard, fucking off day. One way, so I never go the wrong way. Yeah. Yo Leute, wenn ich das jetzt nicht gerade geil gemacht habe, dann weiß ich auch nicht. Ich meine, schau euch das mal an, ey. Hier, zack. Extra so ein bisschen runter, weil das einfacher für die Hand ist. Hier Tastatur perfekt. Hier, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ja, so halt. Perfekte Höhe. Ich probiere es jetzt mal aus, wenn ich an meiner Webseite weiter bastel. Und dann werde ich mal sehen, dass das so funktioniert. I'm walking, I do this often. I know they stalking, they hating. Making statements, fuck all they talking. Fan base, my fucking family. You know I love them. Reunion, bottom of the ninth. Executing, I'm ruthless. But I'm peaceful like I was a Buddhist. People passing judgment about beliefs. That's some new shit. Give me time of day. I'ma prove I really do this. I'ma prove I really do this. I should name one person who gon' stop me, he a liar. I'm just working, burning legacies, walking straight through the fire. Energy so high, my competition retire. I'm working to win the race and I'm burning out all my tires. They ask me how bad, how I get like this. I swear that I create, now I'm relevant. I'm moving state to state for the hell of it. And I just found my pace getting hella fit. Used to throw me curveballs in the hallway. Now I go yard, fuck what y'all say. And bitch, I go hard, fuck it off day. One way, so I never go the wrong way. Leute, wir haben die Zusage bekommen. Wir haben die Zusage bekommen für die Smart Camps. Das ist ein Veranstalter, der kostenlos, muss ich mal vorstellen, kostenlos an Schulen geht und dort den Kindern in so Workshops einfach alle möglichen Social Networks zeigt, so Instagram, Snapchat, YouTube, auch Bloggen, dann auch sowas wie Datensicherheit, Existenzgründung und lauter solche Sachen machen die. Und das ist ultra geil. Und das Fette ist jetzt, Rafa, also ein, mit dem ich schon länger über Instagram sehr gut befreundet bin, der war das schon öfter, kann jetzt aber an einem Termin nicht. Und dann hat er, dann wurde er von dem Veranstalter gefragt, ob er denn nicht irgendjemanden hat, der da einspringen kann. Und dann hat er mir geschrieben, jo, hast du da Bock drauf? Und ich dachte mir, willst du mich verarschen? Natürlich habe ich da Bock drauf. Und jetzt habe ich an den Veranstalter geschrieben, habe denen meine Story und was ich jetzt mache und so weiter erzählt. Die fanden es voll geil. Meinten so, ja, sie passen da super rein. Überaus gern würden wir das machen. Ich denke mir, ja, holy fucking shit. Weil, ich meine, ich habe es mit denen noch nicht über irgendwelche Zahlungen oder geredet. Aber Rafa hat schon gemeint, dass es schon sehr gut ist, so mit echt hohem Stundenlohn, Transportbezahlung, also Zug oder so, Übernachtung und so weiter. Wow, und das ist echt heftig, weil ich meine, ihr wisst ja, dass das Geld für mich nicht die krasse Priorität hat, aber trotzdem möchte man ja damit sein Geld verdienen und sein Leben finanzieren. Und ich möchte ja vor allem auch viel in Mentoren, Coaches, Seminare, Online Kurse und so weiter investieren. Und das kostet nun mal viel Geld, auch gesunde Ernährung. Ich habe keinen großen Drang danach, ein geiles Auto oder so zu fahren. Vielleicht ein Tesla, weil er schnell fährt und Strom verbraucht, aber eben mit Strom funktioniert. Aber ansonsten ist es, ich brauche halt für die anderen Sachen Geld. Und jetzt einfach auch nur mal diese Sicherheit zu haben. Okay, wow, krass. Krass, krass, krass. So, ich verdiene damit jetzt real money und das echt nicht wenig und ich darf kostenlos dahin fahren und so weiter. Das ist echt heftig gerade, deswegen bin ich gerade so heftig pumped und
Wow. Ich gehe jetzt noch mit meiner Mom essen. Freue ich mich schon drauf. Ich habe gestern zum Spaß gesagt, ob ich nicht den Vlog nennen soll. Dinner mit, nein, Date mit der wichtigsten Frau meines Lebens. Also ganz am Ende dann so Dinner mit meiner Mom. Das wäre cool. Aber ich glaube, ich mach's nicht. Aber eigentlich wäre es echt geil gewesen. Und ja, mega. Ich bin derzeit echt hart am Hustlen. Aber deswegen mache ich jetzt auch so diese kleine Pause mit meiner Mom und freue mich schon mega drauf. Schau mal, das sieht voll schön aus.